Hallöchen und willkommen zurück hier bei einer neuen Runde Dawn of Man in der schönen Steinzeit. Hier sitzen alle am Feuerchen und machen erstmal eine Runde gemütliches Beisammensein mit ein bisschen Brot, bisschen Fleisch und. So, wir haben hier Probleme. Das Zelt ist kaputt und wir haben nur Leder. Das heißt, wir brauchen ja nicht genug Stelle für meine Tiere. Ich habe so viele Ziegen. Und mein Wuff, die. Aber die möchte ich nicht abschlachten. Meine junge Ziege. Aber ich kann ja mal gucken, wo ich noch die Tiere habe. Alles blau ist ja meine. Da ist eine Ziege. Noch ein Hund. Ja, schon drei Hunde. Die vermehren sich. Und drei Ziegen. Aber wir brauchen was zum Jagen. Wir brauchen noch Leder. Immer diese Lederprobleme. Kann man melken? Okay, das machen wir dann mal später. Hier haben wir was. Die können wir jagen. Wir brauchen nämlich Leder, sonst kommen wir da nicht über Winter. Wir haben 26 Hautoutfits, das passt. Es ist gerade Winter. Aber die Häuser sind halt kaputt, ne? Und dann sind die nicht mehr so gut. Wir werden erstmal wieder die Speed ein bisschen hochdrehen. Noch ein bisschen höher. So, und dann gucken wir mal, ob die auch was hier gebacken kriegen. Zu zweit, ne? Das kann ja was werden. Da hätten ruhig ein paar mehr mitgehen können. Der wird einmal tot. Oh, der ist mit einmal tot. Sehr schön. Ja, und der rennt hier noch hinterher. Der ist auch tot. Das ist okay. Es gibt einmal Leder. Also einmal Ruhe heute. So, wir haben wieder ein bisschen Forschungspunkte bekommen. Wir haben nicht genug Stelle, ich weiß. Hier sind wir fertig. Hier machen wir mal noch die Ruhe heute mit hin. Dass wir ein paar auf Lager haben. Denn der Winter ist hart und lang. So, wie sieht es Fischen aus? Das passt soweit. Also gefischt wird die ganze Zeit. Nahrungstechnisch kommen wir gut durch den Winter. Bestände haben wir genug. So, meine Ziegen, was machen die? Die brauchen eigentlich das Heu, ne? Haben die jetzt hier was zu fressen? Oh, die kann man fast melken, ne? Und jetzt einen Balken fürs Melken. Ja, Milch, 39%, aber die ist noch nur eine junge Ziege. Ah, das Männchen kann man nicht melken, ne? Also ist doch schon ein bisschen logisch gemacht, das Spiel. Anders wäre schlimmer. Und es schneit. So, wir haben drei Forschungsteile. Damit kommen wir nicht weit. Wenn wir hier Megatourismus bauen wollen. Oder erstmal das Schilf. Genau, die Schilfdachdeckerei. Die brauche ich unbedingt. Sieben Wissen. Ja, nicht genug Stelle. Ich weiß. Wir machen noch ein bisschen mehr Weizen dann. Aber das ist mir zu nah an der Siedlung. Hier oben ist besser. Das heißt, wir fällen hier oben noch ein paar Bäume. Zack, hier können alle weg. Alle weg. Wenn alle weggeknüppelt. Hier ist Taninarbeitsgebiet. Das ist noch okay. Hier ist Steine. Wie sieht's aus mit... Hier haben wir auch noch genug Feuerstein. Also soweit passt es eigentlich, ne? Haben alle, wir haben 20, 29 Hautoutfits. Habe ich noch welche mit im Bau? Nee. Wir können aber gleich die ganzen Gebäude reparieren. Wir haben genug getrocknete heute. Und theoretisch müsste ich ja noch irgendwann mal meine Tiere abschlachten, ne? Weil die vermehren sich immer mehr. So, wir haben 100 mal geräuchertes Fleisch plus einen Wissenspunkt. Sehr gut. Und hier wird alles weggeknüppelt. Dann können wir hier schon mal die Felder vorbereiten für den Sommer. So, hier nochmal ein bisschen Feld. Zurück. Und Einkorn, nochmal Einkorn oder machen wir nochmal Einkorn. Und der Baum stört mich. Der kommt hier auch noch weg. Machen wir hier auch noch ein bisschen Feld hin. Bisschen am Hang wird gebaut. Ihr könntet jetzt mal eure Dings reparieren, eure Hütten. Das wäre echt gut von euch. Ja, nahrungstechnisch kommen wir auf jeden Fall durch den Winter. Aber ich suche noch ein paar Tiere zum... Ein Räuberangriff. Oh. Wir werden angegriffen.
Aber den Fischer lassen wir erstmal in Ruhe, ne? Der Fischer ist egal. Der stört nicht. Hier, holt ihr euch mal. Oh, die haben schon Bögen, das habe ich nicht. Da geht einer von mir down. Aber nur einer ist gestorben, das ist okay. Einer ist leider gestorben, aber wir haben den Räuberangriff überlebt und dafür gibt es 2 Forschungspunkte. Das heißt, wir können jetzt den Schiff-Dachdeckerei bauen. Und die haben wir jetzt freigeschaltet, bauen können wir da noch gar nichts. Einige unserer Einwohner haben keine warme Kleidung, ja doch. Die muss man denen nur wegnehmen. Ja, die werden auch erstmal gelootet, ne? Oder? Haben die jetzt gelootet oder haben die noch Wasser getrunken? Aber eigentlich habe ich ja jemanden, der Wasser aufsammelt. Wir haben noch Wasser in der Siedlung, oder nicht? Brot haben wir genug. Brot haben wir genug. Hier, das muss raus. Für Wasser habe ich diese Teile. Wenn ihr alles hier reintut. Ein bisschen Ordnung könntet ihr schon mal halten. Das wäre echt gut. Überall ist das Stroh drin, ey. So, und da schreibt mich gerade der Mutti-Bär an, ne? Mitten in der Aufnahme. Sehr schön. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. So, dann ist das Zelt repariert. Wir brauchen aber noch mehr heute. Es ist einfach so, wir brauchen mehr heute. Das ist ein erwachsenes Weibchen. Okay. Das sind auch meine Tiere. Die möchte ich eigentlich nicht abschlachten. Noch nicht. Aber es gibt keine Tiere weiter. Weit und breit. Nichts Tiere. Nee. Und ich brauche halt eine Haut. Was haben wir denn hier noch? Das ist Holz. Das ist noch eine Ziege. Noch eine Ziege. Noch eine Ziege. Naja, okay. Müssen wir mal gucken, ob wir es hinbekommen. Ach, Escape darf ich nicht drücken. Da komme ich wieder ins Menü. Ja, hier könnt ihr beten. Das passt soweit. Haben keine warme Kleidung. Ja doch. Die liegt hier. Die müsst ihr nur holen. Wie schon gesagt. So, können wir da ein bisschen höher drehen. Jetzt gehen sie wenigstens alle woanders hin. So, kann ich jetzt Lagerhütte, Getreidespeicher, okay. Lagerhütte hatte ich. Ne, kann ich die jetzt upgraden oder was? Oh ja. Brauche ich aber so eine Art Lehm. Gibt es jetzt einen Arbeitsbereich für? Ja, gibt es hier. Lehm extrahieren, so dahin. Und da muss ich hier mal kurz den Mutti-Bären schreiben, mitten in der Aufnahme. So. Da haben wir das auch erledigt. Hier wird jetzt Lehm extrahiert. Und da können wir nämlich die ganzen, alle Hütten jetzt upgraden, ne? Upgraden. Ja, was brauche ich dafür? 4-mal Lehm. Okay, dann craden wir mal die Hütten ab. Und es ist Frühling. Wir können die ganzen Felder bestellen und brauchen dann auf jeden Fall viel mehr Stroh. Machen wir hier noch mal ein bisschen was hin. Und hier noch ein bisschen Einkorn. So. Die Felder werde ich demnächst wegmachen. Was ist mit meiner Ziege? Da geht's nicht gut. Dann töten wir die mal. Für Leder töten. Vielleicht brauche ich den auch zum Reparieren keine getrockneten Häute mehr. Oh, jetzt wird erstmal die ganzen Waren hin und her getragen. Ja, wie lange noch? Schöne Grüße an euch. Gehen raus, ne? Ja, bis die Folge halt vorbei ist. 20 Minuten mindestens. Haben wir die jetzt? Hier geht's allen nicht gut, ne? Weil die halt kein Stall haben. Habe ich jetzt hier schon irgendwo eine Stallproduktion? Mörser? Feuerstelle? Nee, habe ich nicht. Wo ist denn der Stall dann? Muss er irgendwo sein. Lager? Lagerhütte? Getreidespeicher? Oh, der sieht gut aus. Der ist richtig schick. Den bauen wir hinten mit ans Feld ran. So, und dann werden jetzt die Hütten hier abgegradet, wenn wir genug Lehm haben. Was brauche ich denn zum Lehm extrahieren?
Brauche ich da irgendwas Besonderes? Ich weiß es nicht. Hier ist schon mein Leben da, das ist okay. Ja, also die Hütten sehen auf jeden Fall schon viel besser aus, ne? Es geht voran. Kapazität 21, ja, ich weiß. Hier meine Ziegen, mir geht's allen gut. Erstes Bauwerk, Hütte. Und da steht sie auch. Was hat die Schönes? Hier kann rohe Nahrung gekocht, gegessen und gegessen werden. Cool. Bietet ebenfalls Wärme, sehr schön. Ruhm 2, 4 Menschen können leben. Und 2 mal länger werden die Ressourcen. Das ist vor allem ganz wichtig, dass die Ressourcen länger halten. Und dann werden wir jetzt sozusagen die ganze Siedlung mal upgraden, ne? Als nächstes mal, oh, die Hütte, da muss alles raus. Ein neuer Mensch ist in der Siedlung angekommen, wo ist er denn? Da würde ich sagen, machen wir nochmal Eimer und Eimer, wenn wir können. Rohe Haut, die können wir trocknen lassen. So, die Felder sind alle bestellt, das könnte dann reichen. Wenn sie halt auch immer mal das, was sie da reinmachen sollen, reinmachen würden, ne? Weil hier liegt alles drin. Okay, hier, das ist okay, das ist okay. Ah, das habe ich gelootet, weil das konnte ich noch nicht bauen, jagen. Tannin ist okay. So, wir haben schon wieder 4 Wissen. Können wir uns noch nichts leisten. Was wollen wir denn als nächstes machen? Was werden... Hier, das Weben wäre nicht schlecht, ne? Dass wir auch nicht mehr die Tiere brauchen, sondern Wolle. Wenn wir den Schafe finden. Ah, hier ist schöner Speicher. Sehr gut. Hier hält es dann wie lange? Hier hält das 3-mal länger. Ja, auf jeden Fall alles da rein, was Essen ist. Zack, raus damit. Alles Essen muss da hinten rein. Okay, ich habe gedacht, da kommt nur Getreide rein. Jetzt ist natürlich dann, ne, müssen sie da hin, um Essen sich zu holen. Aber dann ist es halt so. Oh, der Jarok ist gestorben an Altersschwäche. Und wir haben wieder einen Wissenspunkt bekommen, weil wir ordentlich viel Leben abbauen. Der Händler ist angekommen. Was bietest du uns denn alles Schönes an? Weben für 280. Das ist natürlich... Das ist heftig. 280 kann ich mir nicht leisten. Nee, absolut nicht. Tut mir leid. Würde ich gerne nehmen, aber geht nicht. Stroh kriege ich dann selber genug. Ich müsste halt mehr von denen bauen einfach, ne? Wenn ich da immer mal welche baue, kann ich die verkaufen. Nicht genügend Platz in den Ställen, ich weiß. Ich weiß noch gar nicht, wo Ställe hier sind. Lagerhütte, Heuhaufen, Steinhaufen, Getreidespeicher. Und das hier, ein Lagerhaus. Wohnhaus. Ställe. Ah, hier sind Ställe, okay. Hier ist ein Stall, die Felder kommen dann theoretisch bald weg. Hier könnte den Stall hin, oder? Das muss ich nochmal umbauen, ne? Weil hier hinten sind jetzt die Felder. Kommt dann hier das Stroh hin. Und hier könnte irgendwo noch ein Stall, aber hier passt kein Stall hin. Und da passt ein Stall hin. Ich brauche mehr Platz. Ich muss mehr Bäume fällen. So, hier machen wir einen Stall hin, da hinten in die Ecke. Die Bäume bleiben noch. Hier die Felder sind okay. So, nicht genügend Platz in den Ställen. Ja, ich weiß. Oder wir machen jetzt als nächstes mal Palisaden. Dass wir uns vorbereiten, wenn Witterangriffe kommen, ist ja nicht so toll. Aber nee, ich mache erst Weben. Erst Weben, dass wir keine Tiere mehr töten müssen. Unbedingt. Für Ressourcen. So, was sagt hier die Fischerei? Ja, die können auch genug fischen. Haben wir noch genug Fischerwerkzeug? Ja, haben wir noch. Wird welches gebaut? Nein, wird nicht, denn das ist eine Knochenharpune. Haben wir Knochen? Wir haben 12-mal Knochen, ist okay. Können wir ein paar Knochenharpunen bauen? So, meine Kultstelle, die ist auch okay. Hier ist noch eine Kultstätte. Und irgendwann hatte ich noch mal im Berg was gebaut, oder war das in einer alten privaten Aufnahme? Ich glaube schon.
So, nicht genügend Platz für die Tiere. Ich weiß. So, das mache ich hier auf jeden Fall. Wird gespeichert. Okay, das mache ich weg. Wir strukturieren das Dorf ein bisschen um. Na, Produktion. Das kommt hier daneben. Ja, das ist kein Dach, ne? Kann sich nicht vom Regen schützen. Oh, es kommt Gewitter. So, haben wir hier noch die Tiere. Wo seid ihr denn? Das ist ein Hund. Ich habe hier Hunde ohne Ende. Hund. 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 Gibt's ja gar nicht. So viele Hunde. Und ein paar Ziegen. Okay. So, hier können wir mehr machen. Da können wir mehr machen. Das passt soweit. Kann ich das upgraden? Ne, das kann ich nicht upgraden. Ihr baut schön fleißig, das ist okay. Wir machen doch vierfach. Nahrung reicht auf jeden Fall für den Winter. Und hier werdet ihr mich anbeten. Genau. Geht in die Knie. So, das ist weg. Hier wird es wieder hingebaut. Das kommt weg. Und dann baue ich hier noch eins daneben. Ah ne, ist der Speicher offen. Kann ich da was daneben bauen? Schauen wir mal. Produktion, Nahrungstrockner. Ne, da geht's nicht, aber... Da, genau so. Da haben wir dort alles beisammen. So, das Häuschen ist auch wieder fertig. 25 Zimmer. Wir haben Platz für wie viel steht das hier mit da? Für 30, das ist okay. Passen hier mehr Leute rein? 3? Ja, hier passen 4 rein. Ah, okay. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch die Hütte mit an. Wie sieht es hier hinten aus? Bis aufs Lehm fehlt alles. Also wir brauchen mehr Leute, die Lehm machen. Oh, das geht auch dann weg. Ah, okay, dann muss ich das mal bearbeiten. Das könnte ich noch größer machen, ne? Wie war denn die Taste für größer machen? C. Holt mir mal noch Lehm. Die beiden sind leer. Hier ist noch Lehm da. Okay. Und dann machen wir noch ein Lehmabbaugebiet, weil wir brauchen gerade extrem viel Lehm. Machen wir hinten noch eins mit einer Person. Und dann bin ich hier gespannt, was die zum Reparieren brauchen. Ich hoffe mal nur Lehm, weil, oder Stroh, das wäre optimal. Da spare ich mir diese ganzen Häute. Wenn ich dann noch die Klamotten in den Griff bekomme, dass ich da keine Häute mehr brauche, ist das Spiel eigentlich gelaufen. Dann läuft das. Und Sarah, habe ich jetzt die Steinzeit schon fast hinter mir, würde ich meinen, ne? Schon schöne Hütten, Nahrungsspeicher. Hier sind sie auch schon fertig, das passt. Das kommt dann weg nächstes Jahr. Die kommen weg nächstes Jahr. Die kommen hier hinter. Kann ich gleich noch mit bauen. Hier an die Felder kommen die mit ran. Hallo, ist da ein Baum im Weg? Oder die Hütte? Was ist da im Weg? Was ist hier im Weg? Die Hütte. Na, das sieht ja russisch aus. Der Baum so. Ist egal. Arbeiten will Pflanzen, das kann ich jetzt hier wegmachen, weil hier ist nichts mehr. Und theoretisch brauche ich auch keine Wildpflanzen mehr. Ich kann jetzt genug Brot, Getreide ohne Ende machen. Und vor allem Stroh gibt's. Und ich brauche auch viel mehr Lehm. So, holt hier jemand Lehm hinten? Ja, er macht hier Lehm. Oder? Ja, okay. Sah aus, als ob er dringt. Aber er hat Lehm gemacht. Nahrungsspeicher, wir haben dreimal Milch vorhanden, genug Fleisch für alle. Habt ihr alles jetzt, was Nahrung ist, auch da rausgeräumt? Natürlich nicht. So, und da ist auch schon wieder da, der Herbst. Das muss ja weg. Das hält da hinten alles viel länger, ist viel besser dann. Jungs, Mensch. Denkt doch mal mit. Alles hier in Nahrungsspeicher rein. Der ist genug Platz, da passt Zeug rein ohne Ende. So, jetzt könnt ihr die Felder abernten, bitte. Hier sind sie schon fertig, die mache ich jetzt hier weg. In die Richtung werden wir die Siedlung erweitern.
Der kommt weg. Den benutzen sie schon, das ist okay. Der Stall ist fast fertig. Wir brauchen halt viel, viel mehr Lehm. Lehm, 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 Lehm. Aber wir haben halt nicht genug Lehm, ne? Das muss ich alles wieder aufbauen. Die Ressource Lehm. Ja, nicht genug Platz in den Stellen, ich weiß doch. Weil wir haben noch keinen Stall. Jetzt haben wir einen Stall. Fütter Tiere derzeit keine Tiere darin. Tierlimits, leere Inhalte, okay. Dieses Slot kann Tierfutter beinhalten. Bin mal gespannt, wie das dann funktioniert. Hier lasst ihr nichts verkommen, hier wird alles abgeerntet, ne? Und packt da Stroh rein, wenn es geht. Alles muss weg. Dann haben wir jetzt bestimmt gleich genügend Brot. Ja, 20 mal Brot können wir backen. Hier ist schon fleißig am Mahlen des Mehls, des Korns. So. Komm, die Hütte muss noch fertig werden und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wir können mal gucken, was der Händler für uns hat. Jetzt haben wir ja ein paar Sachen. Er hat für uns Weben, 280. Ich bin gewillt, das zu kaufen. Das sind die Feuersteinmesser. Haben wir hier noch was? Haben wir hier noch was? Und da noch ein bisschen. Hier kann ich ja wieder bauen, ist nicht schlimm. Holz nicht, Gerste nicht, Fisch nicht. Ah, das ist alles so eine Sache. Knochen. Muss ich noch mehr von dem verkaufen? Dann bin ich wieder fast blank. So. Aber da haben wir noch das Weben freigeschaltet und wir müssen jetzt hier auf jeden Fall wieder von jedem ein paar machen. Wie sieht's aus? Die haben wir noch, die Hautoutfits. Für den Winter reicht's noch. Müssen wir uns also nicht drum kümmern. Ich würde sagen, die Siedlung nimmt langsam Form an. Warum ihr das Holz rausguckt. Okay, ist halt so. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt uns treu und tschüss, euer Rob.